Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich sitze im Auto, wie ihr sehen könnt, bin vorm Action, denn es wird jetzt gleich einen Action-Live-Haul geben. Ich sitze noch im Auto, weil es draußen regnet, sonst hätte ich es ja draußen gemacht. Aber ich will jetzt nicht unbedingt nass werden und die Kamera auch nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich zum Action reinhuschen und mal richtig fett dort shoppen, weil dort gibt es echt viele coole Sachen. Also abgesehen jetzt von Home und ja, so Spielsachen, Süßigkeiten, gibt es auch viele Beauty-Produkte. Immer wieder muss ich da vorbeigehen und denke mir so, wow, mein Gott, dieses Shampoo brauche ich, das und das. Und haben mir gedacht, ich mache das mit euch zusammen. Ich glaube, ihr habt auch sicher Spaß daran. So, let's go. So, starten wir gleich hier. Es gibt so Putzmittel. Hier, schaut mal, voll cool, was ist das denn? Ein Reinigungsset. So, was liebe ich ja. Das ist da alles dabei. Okay, 10 Euro ist eigentlich echt günstig, ne? Ich denke mal so, wenn man gerade irgendwie umzieht und sowas nicht hat, dann kann man sich mit 10 Euro schon so alles, Mop und Besen und weiß ich nicht was. Voll cool. So, Gartenabteilung finde ich ein bisschen langweilig. Söckchen. Dieses Söckchen finde ich cool. Voll super also für Sneaker und so. Die sieht man da nämlich nicht. Liebe ich, habe ich aber schon einige zu Hause. Und die sind auch cool. Da habe ich mir mal früher von Primark gekauft, mit so Anti-Rutsch-Dingen, aber die habe ich immer noch. Also hier gibt es dann noch die Bastelecke, auch cool. Wenn man so ein Bastelmäuschen ist, schaut mal, was ist das denn? Da kann man sich eine eigene Figuren für Spiele oder so bauen, voll cool. Mini-Vogelhäuser für extra kleine Vögel. Man kann damit, das könnte man kaufen und mit den Kindern so Ketten basteln. Oder das, schaut mal. Voll schön. Das würde meinen Mädels bestimmt gefallen. Was ist das denn? Ja, schaut mal, voll schön. So Häkelnadeln. Cool. Ich meine, bitte für 2,50 so viele. Richtig cool. Stoffscheren. Wow. Schau mal, Transferpapier. Mega. Da kann man sich so eigene T-Shirts machen. Und voll günstig. Früher, also wenn man die beim Libro oder so kauft, 10 Euro. Mega. Schaut mal, wow, voll cool, gibt es auch so Bastelglitzer hier. So was kann man übrigens auch für Nageldesign verwenden. Also nicht die großen, aber die kleinen hier. Brauche ich jetzt nichts davon, deswegen schauen wir mal weiter. Jetzt kommt hier die Büroabteilung, finde ich auch immer richtig cool. Ich überlege gerade, ob ich sowas mitnehmen soll. Ist ein bisschen zu dünn. Die Office-Abteilung ist auf jeden Fall auch richtig cool. Gibt alles so Whiteboards, Magnete für Whiteboards, Gummiringe, richtig cool. Kann man sich super toll ausstatten. Und mein Favorite Part ist immer diese Notizbücher. Ich liebe ja Notizbücher in allen möglichen Varianten und Formen. Keine Ahnung, ich habe da so einen richtigen Tick. Und ich habe auch schon wirklich viele Notizbücher zu Hause. Also wirklich so viele Notizen mache ich gar nicht, was ich Notizbücher zu Hause habe, aber ich finde sie einfach so cool. Ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Oh, so schön. Aber wenn ich mir jetzt noch ein Notizbuch kaufe, dann fragt mir der Papa, ob es mir nicht mehr ganz gut geht. Oh, schaut mal, ein Bullet Journal. Bullet Journal hat nämlich so Punkte. Das finde ich ja mega schön. Oh, schaut mal, weiße Seiten, schwarze Seiten. Oh mein Gott, voll schön. Lieben wir, lieben wir. Mega schön. Schaut mal, kleine Textmarker. Ich glaube, die werde ich wie Michelle mitnehmen. Für die braucht Textmarker für die Schule. Auf der anderen Seite von den Bürosachen gibt es diese Körbe und so weiter. Damit kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich viel anfangen. Also ich finde sie zwar schön, aber ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht für Blumen oder so, aber ich bin da nicht so die Deko-Maus. Deswegen kenne ich mich nicht aus. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch so Deko-Zeugs. Hier kommen wir dann zum Plastik. So, Organizer für den Kühlschrank. Die sind nicht so gut, weil die kann man nicht in Geschirrspüler waschen, seht ihr? Die muss man dann mit der Hand. Wir hatten sowas schon mal und dann habe ich es weggeschmissen. Weil es kaputt gegangen ist. Ich habe es nämlich in Geschirrspüler gestellt. Und dann hat sie es verbogen. Hier gibt es dieses Ding da. Schaut mal, Nicer Dicer Nachbau. Für 10 Euro. Boah, richtig krass. War günstig, ne? 10 Euro ist schon sehr günstig. Ich glaube, das Original kostet 50 Euro. Und schaut mal, der Kompaktschneider, den gibt es auch. Der kostet sogar nur 2 Euro. Ich glaube, den werde ich mitnehmen, oder? Was sagt ihr? Was hat er denn da für Aufsätze? Na, schon zu wenig. Was ist das denn? Ein Apfel.
Schaut mal, wie cool. Ein großes Abtropfsieb. Ah, zum Obstwaschen. Kann man sich so ins Waschbecken hängen, dann das Gemüse reingeben und waschen. Mega. Was kostet das? 7 Euro. Die Sache ist, die braucht man das wirklich? Nutzt man das? Oder schmeißt man 7 Euro aus dem Fenster? Weiß nicht. Die Skiabteilung ist mein Favorite. Ich sag's euch, ich habe schon so viele Sachen von hier. Das haben wir zum Beispiel zu Hause. Dann haben wir hier viele Teller davon, die bunten. Aber jetzt gibt's auch Schüsseln. Schaut mal bitte, wie süß schauen die aus. Und die sind wirklich günstig. Normalerweise kostet so ein Teller manchmal 10 Euro und das 4 für 3 Euro. Also schon ein Schnapper ist das. Oh, wie süß. Schaut mal, eine Suppenschale. Das habe ich auch zu Hause. Da habe ich meinen Zucker drin. Aber da brauche ich jetzt nichts davon. Schauen wir weiter. Hier ist so ein bisschen Deko. Ist jetzt auch nicht etwas, was ich unbedingt jetzt brauche. Durch die Werkzeugabteilung werde ich kommentarlos durchhuschen. Genauso wie auch hier. Ich denke mal, dass es euch auch vielleicht so geht. Genauso wie auch diese Garten-Auto-Abteilung. Die interessiert mich halt null. Wobei Ameisen fallen. Würde ich brauchen, weil wir haben aktuell eine richtige Ameisenplage im Haus. Überlege gerade, gibt's hier was? Ameisenkiller? Nö. Braucht also andere Ameisenfallen fürs Haus. Indoor, das sind so Döschen, die kann man auch im Baumarkt kaufen. Ich dachte, die haben hier vielleicht auch sowas, aber nö, haben die nicht. In der Putzabteilung wird gerade aufgeräumt, deswegen kann ich da jetzt nicht filmen. Aber ich habe mir von dort eine Toilettenbürste geholt. Ich wollte mal so eine Silikonbürste probieren. Die ist angeblich extra hygienisch und natürlich, weil sich dann, wenn man die besser reinigen kann. Deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Staubsauger haben die auch. Voll krass. Hey, Bettwäsche gibt's auch. Voll cool, wusste ich gar nicht. So, die Damen sind hier fertig. Jetzt kann ich hier ein bisschen filmen. Und zwar wollte ich ein bisschen bei den Putzmitteln hier schauen. Geschirrspültabs. Ich glaube, ich probiere mal so ein Gel. Noch nie so ein Gel probiert. Diese Bürste finde ich auch voll cool. Die nehme ich mit für 1 Euro, ist schon günstig. Eine Fugenbürste? Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Fugenbürste. Die werde ich mitnehmen, glaube ich. So, mit der Haushaltsabteilung bin ich jetzt, glaube ich, einmal fertig. Und jetzt schauen wir mal hier bei den Klamotten. Also die finde ich ganz süß. Also es gibt nämlich ganz süße so T-Shirts hier. Und für mich brauche ich Outdoor-Schuhe, wenn ich in den Garten möchte. Deswegen schaue ich mal hier, ob ich hier was Süßes für mich finde. Vielleicht so Crocs. Für mich in der Scherz. Ich meine, wenn ich in meiner Größe finden würde, würde ich mal sowas mitnehmen, aber gibt es ja nicht in meiner Größe. Das sind wahrscheinlich nur Kinder hier, hm? Nö. Ah! Oh, schaut mal, voll cool. Ich liebe ja solche Patschen, solche Schuhe, die so fluffy sind und aber so eine harte Sohle haben. Mit denen könnte ich dann auch in den Garten gehen. Voll nice. Ich probiere mal 38 und 37. Also. 37 passt. Probieren wir kurz 38. Passt auch. Hä? Ich glaube, ich nehme 38. Hier gibt es auch Sweathosen. Voll nice zum Chillen zu Hause. Oder ja, einfach irgendwelche Hosen. Kleider gibt es ja auch. Ist jetzt zwar nicht so mein Geschmack vom Kleidungsstil her. Aber schon nice. Ganz günstig. Aber wisst ihr, was ich mir von da mitnehmen werde? Unterleiberl. So Spaghetti-Tops und so. Das finde ich immer voll nice. Und meine sind nicht mehr so schön. Dann nehme ich mir das hier mit Spitze in der Größe L. Das finde ich jetzt nicht so schön. Schaut mal. L. So, jetzt habe ich 3 schwarze. Gucken wir dann gleich hier weiter. Das ist mal so wasserfestes Imprägnierungsspray. Voll nice, ey. Voll günstig, voll krass, oder? Und da gibt es auch Einlagen, voll cool. Auch sehr günstig. Schaut mal, Einlagen für die Schuhe, voll perfekt, oder? Schauen wir mal, wo die Söckchen sind. Für die Kinder, hier. Ich glaube, LOL, soll ich LOL nehmen? Oder Mickey Mouse gibt es auch. Die nehme ich für die Luisa mit. Lara hat noch Söckchen, oder vielleicht nehme ich für die Lara auch solche Footies mit. Schauen wir mal. One Size? Hä? Wie eine Größe. Wahrscheinlich dehnen sie sich krass, aber nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Ist das denn Unterhosen oder Socken? Ah, Sneakersocken, schaut mal. Sind das auch Sneakersocken? Minimal Sneakersocken. Welche Größe ist das? 27 bis 30. Bisschen zu groß. Und Unterhosen für Damen gibt es ja auch. Aber das sind solche hohe Unterhosen, die finde ich ein bisschen unbequem.
Size XL. Und ja, finde ich süß. Ganz normale Unterhose. Jetzt sind wir, glaube ich, in meinem allerliebsten Fach. Sagt man? Abteil. Und zwar bei der Kosmetik. Und Schmuck interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ja. Also dieser Schmuck ist jetzt ja nicht so mein Geschmack. Außerdem verfärbt sich der. Wahrscheinlich, denke ich mal, gehe ich mal davon aus. Aber was mich interessiert, ist hier. Schaut mal bitte. Ich habe nämlich das schon letztens gesehen und wollte es aber zusammen mit euch im Haul kaufen. Und zwar, es gibt hier Plexcare. Ist das sowas ähnliches wie Olaplex? Hat das schon mal jemand verwendet? Ich weiß nicht. Also ich finde das so gut. Krass, muss auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da sein, deswegen werde ich das mitnehmen. Da gibt es auch so eine Serie drin, also wie beim Olaplex, also eins, dann gibt es hier die Nummer 2, Conditioner, also Shampoo und Conditioner, die kommen auf jeden Fall mal mit. Und dann gibt es hier aber auch noch, da ist die Nummer 3, die Haarmaske. Voll krass, oder? Einfach so wie beim richtigen Olaplex. Deswegen, ich freue mich da schon drauf, deswegen nehme ich das auf jeden Fall jetzt mit. Dann gibt es ja auch noch so wirklich coole Markensachen wie John Frieda, kennt man doch. Das sind aber so Marken-Shampoos, ganz günstig, 2,99 Euro. After Sun, wenn man so im Urlaub war, soll ich das mitnehmen? Was, wenn es da nicht mehr gibt? Ich glaube, ich nehme das mit. Für den Papa nehme ich auch so ein fester Shampoo mit, der steht hier auf diese festen Shampoos. Dann gibt es ja auch Silber-Shampoo und Silber-Conditioner und sogar Maske, richtig cool. Haaröl und Pflege, aber diese Firma kenne ich jetzt nicht. Dann gibt es hier auch Head & Shoulders Conditioner. Wusste ich gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Noch nie gesehen, aber richtig cool. Und diese Aussie, diese australischen Shampoos, Marke, die waren mal eine Zeit lang richtig gehypt. Also ich habe die jetzt nie genutzt, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die gut sind oder nicht. Ich überlege nur vielleicht auch dieses Bananenshampoo. Weiß ich nicht. Ist das gut? Habt ihr das schon mal genutzt? Oder das? Conditioner ist das, also gar kein Shampoo. Und dann gibt es ja auch noch, schaut mal, so eine Rundbürste, Glätteisen, Haarfarben. Dann gibt es ja auch Pflaster, wie sieht. Schaut mal, Monster, ein lilanes und ist das ein Wal, Einhorn, okay. Scalp-Massage-Brush, davon habe ich gehört, dass man, wenn man den Haarwachstum antreiben will, dass man seinen Kopf massieren soll. For use on wet and dry hair. Soll ich das mitnehmen? Ich nehme das mit, kostet nur 1 Euro. Und schaut mal, was hier gibt. So ein Haarfärbeset. So abgepackt in einer Tasche mit Schüssel und Pinsel und Messbecher. Voll cool. Ja, dann gibt es ja auch die Babyabteilung, also Babybinden. Also Feuchttücher mal von allen möglichen Marken. Auch Huggies oder Hudgies, würde ich heißen. Pampers brauche ich jetzt aber dabei nicht. Habe alles zu Hause. Schaut mal, Babyshorts. Kurze Hosen für die Kinder. Voll günstig, 3 Euro in Shorts. 86 in Baby, so in dunkelblau. Schaut schön aus, oder? Nehme ich mit für 3 Euro. Bitte. Dann gibt es ja auch Schuhe. Aber ja, das sind keine richtigen Schuhe. Also, wir würden mit sowas nichts anfangen können. Das ist ja, oder das Kind rutscht ja keiner. Es ist wahrscheinlich für Schuhe, für Babys, die noch nicht gehen. Aber das ist nicht gut, wenn man denen dann schon Schuhe anzieht, meiner Meinung nach. Ne? Aber jeder kann ja machen, wie er macht. Aber ich finde es nicht so gut. Babybodies. Da finde ich noch so ein Pyjami für meinen Sohn. Spucktücher. Socken. Nicht so cool. Es gibt auch Trockenshampoo. Sofort ein frisches Sack. Was ist das? Warum hat das Wonder Woman drauf? Wie mal das, glaube ich. Try this one. Yes. So. Schaut mal, das kenne ich gar nicht. Lace. Die sind so komisch gerillt. Die kenne ich nicht. Sweet Chili. Ich nehme so eins mit. Cheetos. Schaut mal, Cheetos. Käse. Die stinken aber wahrscheinlich mega nach Käse. Vielleicht mag der Patrick Cheetos. Können wir schauen, ob die dann gut sind. Cheesecake, sieht ein bisschen komisch aus. Oh, schaut mal, da kann man auch so, also werden Backmischungen für Cookies. Ah, und mega cool, schaut mal. Hier gibt es so Fondant, oder wie man es auch immer ausspricht. Bisschen Marshmallow mit drin. Ja, die Kinder mögen Marshmallows und ich auch. M&M-Schokolade, krass. Die werde ich mal mitnehmen, das wird interessant aus. Das ist eine M&M-Schokolade, schaut mal, mit Schokolade und so Smarty-Dingern drinnen. Das nehme ich mit. Ich werde, glaube ich, auch noch Chupa Chups mitnehmen für meine Bande. Die mögen die ja total gerne. Chupa Chups.
und das zwei Pakete. Und dann von den Getränken will ich auf jeden Fall was mitnehmen, weil die haben so coole Getränke hier. Schaut mal, Chupa Chups, Mango-Geschmack, Strawberry Cream, okay. Melon Cream. Ew. Klingt irgendwie nicht so lecker, aber nehme ich trotzdem mit. Ich glaube, ich nehme Durstlöscher mit, weil das gibt es bei uns nirgends zu kaufen, außer hier. Und da werde ich überall eine Sorte mitnehmen. Also einmal Zitrone, das schmeckt mir sehr lecker. Dann gibt es hier Wassermelone, Sauerkirsche, Zitrone, Eistee Pfirsich und Multivitamin. Oh, fast hätte ich das vergessen. Wie kann mir das passieren? Oh mein Gott, auf jeden Fall gut, dass ich das noch gesehen habe. Die Beauty-Abteilung ist ja viel größer. Bitte gibt es euch das. Da gibt es auch LED-Lampen für Nägel. Oh mein Gott. Was ist das denn? Colored Lip Gloss. Gut. Soll ich das mitnehmen? Das finde ich voll cool aus. Ich nehme das mit. Und ich nehme auch das mit. Für die Mädels. Die werden sich sicher freuen für Lara. Das nehme ich für Lara und Luisa mit. Und das für die Michelle. Oh, schaut mal, so Sponges. Und dann gibt es ja auch noch so Organizer für Schminke. Wow, Pinsel. Oh, süß, schaut mal. Oh nein, wie schön. So viele coole Sachen haben die. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Masken hier. Da muss ich mir auf jeden Fall was kaufen. Was ist das denn, eine Lippenmaske? Oh, schaut mal, eine Augenmaske. Das muss ich mitnehmen, muss ich ausprobieren. Was gibt es hier noch? Ich mach die gleich mit. Yes, Mann, das sieht da richtig cool aus. Dann gibt es hier noch so andere Masken. Gold Lip Mask. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht für die Lippen. Abschmink. Pads, voll cool. Ich glaube, ich nehme das mit. Ich habe zwar einige, aber die sind oft in der Waschmaschine und deswegen ist es gut, mal die auszutauschen. Also das sind so Abschminkdinge, die man wieder verwenden kann. Ja, dann gibt es auch mega viele Pflegeprodukte. What? Oh mein Gott. Dann gibt es ja auch, schaut mal, solche Quarzroller, wie die heißen. Skincare en masse, alles, was sich man wünscht. Also einfach mega krass. Was ist das? Eine vegane Seife. Oh, cool. Face and Body. Riecht echt gut. Ja, ich nehme das eine mit für den Papa. Die riecht echt gut. Und schaut mal, wie cool Handseifeblätter. Wenn man mal irgendwo Hände waschen will, da gibt es keine Seife, dann kann man sich so ein Blatt da nehmen und finde ich cool, nehme ich auch mit. Ah, ich brauche hier eine Creme. Meine Handcreme ist gerade leer, deswegen nehme ich die. Und das war's, mein Lieben. Oh mein Gott, soll ich das sagen? Ja, geh mal zur Kasse. Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt 86 Euro ausgegeben. Ich zeige euch dann extra noch in einem Haul alles genau, was ich gekauft habe. Hiermit ist der Vlog aber auch hier zu Ende, der Live-Vlog. Ja, Live-Haul. Action-Live-Haul, so heißt das genau. Das heißt, falls ihr sehen wollt, was ich genau gekauft habe, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und Daumen nach oben. Danke, tschüss.